Jo, moin, ihr Flügt und auch heute belandet Ratten und Rädchen da draußen und damit wieder herzlichst willkommen zurück zu Star Trek Prodigy Supernova. So, ja, Del und Gwyn sind noch hier auf dem abgestürzten Planeten. Ne, nicht die Prodigy Star ist abgestürzt. So, jetzt werden Schuhe raus. Okay. Mir nach. Kannst du das einsammeln? Können wir nicht mehr sammeln? Ja, sammel's doch. Mein Phaser überhitzt. Ah, ist auch gut. Vielleicht durchdrehen. Das hilft uns gar nichts. Mein Phaser überhitzt. Ich übernehme ab hier. Kann es sein, dass du einen Phaser hast, der länger im Nahkampf durchhält? Ist denn das Gefühl, dass die Sachen automatisch zielen? Wait. Haben wir jetzt von hier? Nee, ne? Hä? Okay. Na ja, ein komischer Sprint. Ich glaube, wir sind bei dem Tier hier oben, ne? Komm, besammel dich ein. Komm und schnapp sie dir. Neue Kreatur gefunden. Okay. Okay, wir nehmen natürliche Lebewesen weg und hinterlassen Holo-Lebewesen. Okay. Ja. Geht's auch nirgends. Sitzt einmal im Kreis gelaufen. Ich hoffe, ich habe nichts. Warte mal. Ich will noch mal ganz kurz. Wir haben das Trikordan. Er ist relativ spät entdeckt. Wird das jetzt eigentlich angezeigt, das Tier? Ja, wir haben 1 von 1 entdeckt. Wunderbar. Lass uns noch mal, wenn wir schon die ganze Karte hier erkunden können. War sehr nice. Oh, der Trikorder zeigt uns sogar sowas wie den Weg. Achtet mal auf das blaue Kügelchen, was da hinten wegfliegt. So, ich würde nämlich gerne nochmal wissen, was bist denn du hier? Kann ich eben noch nicht mit interagieren. Interessant. Na gut. Ach ja. Die besten Synchronarbeiten. Ich übernehme. Ach, so. Interessant, an so Kantensachen hat man quasi wie so einen Stopppunkt, so einen manuellen. Da funktioniert das Sprinten gar nicht. So, ging es jetzt hier hinten runter? Ne, hier ist Ende im Gelände. Da oben ist diese Plattform, auf der wir vorher waren. Hier wächst aber so Zeug. Das ist aber nicht das, was wir sammeln sollen. Okay, wunderbar. Müssen wir mal gucken, weil wir sollen ja irgendwie so ein Gästen-Zeug irgendwie was sammeln. Sieht aus wie eine Art bewusstseinsfähiges Portal. Ich dachte, dieser Planet sei unbewohnt. Ja, offensichtlich nicht. Sieht nicht aus wie Watcher Tech, sonst würde ich sagen, sie haben es gebaut. Diese Inschriften, ich kann sie nicht entziffern. Okay. So viel dazu, unsichtbar zu bleiben. Ja, das kann jetzt spannend werden. Mal gucken, wie gut wir uns im ersten Kampf schlagen werden. Planänderung. Angriff!
Verwandle sie zu Schrott. Ah, stich mich nicht. Sehr schön. Ja, das bekommst du, wenn du dich mit uns anlegst. Fernkampf-Watcher schießen Energie, die Schaden verursacht. Du kannst sprinten, um der Energie auszuweichen. Du kannst sprinten, um ihren Angriffen auszuweichen. Ja, wunderbar. Oh Gott, das ist ja noch einer. Verändern ihre Farbe? Was soll denn das jetzt? Das kenne ich auch nicht. Okay. Der Klauen-Watcher. Okay, greift dich mit seinem Klauen an. Okay. Du kannst sprinten, um den Clown auszuweichen. Du erleidest keinen Schaden, wenn du sprintest. Okay, wunderbar. Erledige sie. Ich werde vorangehen. Sieh zu und lern was. Aua. Es sind viele Gegner vielleicht auf einmal, aber wir haben es hinbekommen. Alle zerstört. Das Schiff der Watcher. So eins habe ich noch nie gesehen. Nichts hier ist normal. Je früher wir unsere Besatzung finden und diesen Planeten verlassen, desto besser. Hm? Verwende Kubernik-Rekorder zu aktivieren. Es hebt wichtige Dinge hervor und so weiter und so weiter und so weiter. Sind wohl mit den Türen verbunden. Buchsen. Ja. Ich hätte es jetzt Kisten genannt, aber okay, egal. Der Stromwürfel erzeugt Strom. Na, jetzt ein Glühstrumpf. Stecke einen Stromwürfel in eine Steckdose, um die Kabel mit Strom zu versorgen. Kenne den Stromwürfel, um die Stromversorgung der Kabel zu beenden. So, soweit so okay. Ich würde aber fast sagen, wir gucken einmal, was links ist, bevor wir uns jetzt hier Moody erfasst, dass links sowas wie eine Sackgasse ist und rechts ist der weitere Weg. Aha. Wenn der F erneut um die Würfel fallen zu lassen, okay. Es gibt einzigartige Pflanzen auf diesem Planeten. Sammle alle einzigartigen Pflanzen, um sie an die Protostar zu senden und Upgrades freizuschalten. Ja, Pflanze gefunden, sehr schön. Gib mir Deckung! Mein Phaser überhitzt! Na komm, Ziel drauf. So, wunderbar. Sehr schön. Wir klauen nicht nur Tiere, wir klauen auch Pflanzen von diesen Planeten, die eigentlich hier einzigartig sind wahrscheinlich und auf keinem anderen Planeten existieren, aber wir sind die Sternflotte, wir tun das aus guten Zwecken. Ja, auch so ein bisschen an Portal, dass wir den Kisten auf irgendwelche Sachen draufstellen, die dann Tore freischalten. Bin mal gespannt, wie das so Verlauf des Spiels weitergeht. So, wir sind voll offensichtlich mit Gesundheit. Aber was ist auf der anderen Seite? Das weiß man vorher nie. Hoffen wir, es ist die Protostar. Los! Diese Architektur ist unglaublich. Fortschrittliche Technologie, die mit Stein verschmolzen ist. Okay. Ja, unglaubliche Steintechnologie. Das habe ich auch gedacht, Gwyn. Ein intellektuelles Wesen oder eine Zivilisation hat diesen Tunnel gebaut. Dies war ihr Heimatplanet.
Was ist mit ihnen passiert? Die Watcher sind ihnen passiert. Sie wurden erobert und dann versklavt. Jetzt wird es ernst. Ja, also die Fähigkeiten der Übersetzung sind kreativ. Nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank, wie bei Timelines. Also wenn man nur unten mitliest, funktioniert es immer noch. Aber ich sag mal, gerade wurde es ernst. Schwierig ein bisschen, aber egal. Nehmen wir hin. Wenn ein Leuchtfeuer leuchtet, das machen Leuchtfeuer normalerweise, wird dein Fortschritt gespeichert. Ach, das ist ein Speicherfortschritt. Oh mein Gott, ich hätte mich erinnern sollen, das kam mal irgendwie in dem Intro, also nennen wir es nicht ganz Intro, aber Vorspann vor dem Hauptmenü. Ich hätte mal besser darauf achten sollen. Okay, wenn der Spiel nehmen, okay. Schön. Spiel gespeichert. Der Hebel schaltet die Stromversorgung um. Drücke einen Hebel, um die Stromversorgung von einem Kabel auf ein anderes umzuschalten. Hör auf, einen Hebel zu drücken, um die Stromversorgung zu stoppen. Erledigen wir es. Okay. Du machst dann quasi hier im Alleingang weiter, ja? Auch gut. Das Ding hier ist größer. Okay. Hier haben wir einen Würfel, den nehmen wir gleich mit. Praktisch, was unsere neuen Tricorder an Bord des Protostar können. Bisher brauchte man dafür so eine Antigravitationseinheit, die man unter die Cargo-Sachen gepackt hat. So, Zeit, dir zu zeigen, wie man's macht. Ja, ist ja weh. Im Angriff! Heißer Phaser, heiß! Schieß doch! Sie hatten keine Chance. Absolut nicht. Wenn du einen Feind Schaden zufügst, erscheint über ihn ein Gesundheitsbalken. Wunderbar. Der Balken zeigt die Gesundheit an, die der Feind noch hat. Das ist soweit auch verständlich. Wenn der Gesundheitsbalken leer ist, ist der Feind besiegt. Gut. Bisschen hier Captain Obvious-Style Tutorial, aber nehmen wir mit. Das haben ja mittlerweile viele Games so. Alter, wir können sogar Slow-Mo kämpfen. Düm, düm, düm. Zack. Sieh zu und lern was. Okay. Okay, wir können das hier nicht angreifen. Wir kommen auch nicht dahinter. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Fragen wir mal Mr. Tricorder, wie Data sagen würde. Hallo, ich bin Mr. Tricorder. Okay, da rumhängt einfach eine Lampe, warum auch nicht? Kann er rumhängen. Okay, vermutlich kommen wir gleich da unten links, wo da unten wird schon was angemarkert und da dreht sich irgendwas auf diesem Tisch. Nenn's mal Tisch. Okay. Kommen wir nicht weiter. Ohne Würfel. Vielleicht mit etwas Energie. Ah, okay. Die ist auch gut getroffen, finde ich. Sowohl in der Serie als auch hier. Wie gesagt, bis auf die Synchro im Spiel, in der Serie ist sie korrekt.
Also korrekt im Sinne von, es ist die alte, ne? Also, irgendwann wird ja auch der Tag kommen, wo wir leider keine Original-Synchronsprecher mehr haben. Das haben wir ja schon leider Gottes bei TOS und einigen anderen Sachen erlebt. Ich bin eh gespannt, wie das mit der dritten Staffel von Star Trek Picard wird, weil angeblich hat sich der deutsche Synchronsprecher von Riker dieses Jahr zur Ruhe gesetzt. So, die Serie ist aber weder erschienen, also die dritte Staffel ist jetzt weder erschienen, noch synchronisiert worden bisher. Also im Worst Case kriegen wir keinen Original Riker. Hoffe dennoch, dass Amazon einfach das Portemonnaie aufmacht und derjenige Ja sagt. Sammle alle Relikte eines Satzes. Ich spreche auch mal in reliktischen Sätzen, die dann keinen Sinn am Ende ergeben, aber das habe ich ja so, okay. Sammle alle Relikte eines Satzes, um eine einzigartige Belohnung im Zimmer des Captains der Protostar zu erhalten. Geil, Omalo. Sieht aus wie so ein isolinärer Chip. Relikt gefunden. Was haben wir denn bisher eigentlich? Ach, das war, okay, die Sternflotten-Symbole sind offensichtlich sowas wie die Relikte. Und uns fehlt jetzt, das Pflanzending da oben haben wir, uns fehlt eigentlich ein Kristall. Irgendwo ist der. Bin wahrscheinlich bei meinem Glück schon wieder irgendwo dran vorbei. So. Jetzt hier hinten, genau, erstmal quietschende Bremsen eines Fahrrads. Hinten geht es eigentlich theoretisch auch noch irgendwo hin. Da oben aber auch. Da oben geht es durch zwei Türen. Ganz kurz, was ist hier unten? Hierfür brauchen wir Jenkins Pots. Okay. Ich muss wahrscheinlich die Konsole reparieren. Erledigen wir es. Oh, okay. Man braucht beide. Das hätte ich auch früher erkennen können. Sehr schön. So. Ich links, du rechts. Zeit, dir zu zeigen, wie man's macht. Ja, so ein bisschen vom Tonfall haben sie ihn echt ganz gut getroffen. Also nicht im Sinne vom Klang der Stimme, sondern von dem, wie er so drauf ist. Er ist so ein bisschen arrogant, sag ich mal. Weiß eigentlich nichts von der Sternflotte. Er weiß nicht mal, welcher Spezies er angehört. Das wird so ein bisschen, ist so ein, ich vermute mal, entweder diese Staffel oder generell serienübergreifender Arc werden, wie er seine eigene Spezies mal irgendwann entdeckt. Weil er das Schiff gefunden hat, ist er natürlich der Captain aus seiner Sicht. Schneider, wobei viele... Die Zeit ist immer gegen uns. Er muss halt lernen, im Laufe der Serie sich auf Vorschläge und Ideen anderer auch zu verlassen und nicht nur einfach mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Also hier, sagt er mal. Erledigen wir es. Mir nach. Sieh zu und lern was. Genau, solche Sachen passen halt gut zum Charakter von ihm. Was mich ja auch mal interessieren würde, ob im Englischen das Spiel die Originalsprecher hat. Oh, guck mal, wir haben wieder gespeichert. Das könnt ihr ja mal gerne in Erfahrung bringen. Dann auch gerne in die Kommentare schreiben. So, da sehen wir schon, da ist die Untertassensektion der Protostar. Die Protostar hat vielleicht noch Energie? Ja, auf jeden Fall. Immer. Solange der Warp-Kern nicht hochgeht, sehe ich absolute Chancen für uns. Dank meiner Bilderbuchlandung. Mhm. Und welches Bilderbuch soll das sein? Das, welches Stell mich nicht in Frage, Gwyn heißt. Genau. Wie gesagt, passt ganz gut. Okay, Chief. Können wir jetzt die Protos da holen oder willst du dir weiter gratulieren? Ich bin fertig. Lasst uns loslegen. Oh, da unten haben wir wieder ein paar Watchers. Watches the Watchers.
Okay. Dell und Quinn verlieren Gesundheit, wenn sie Schaden allein. Okay, ja. Ich sage ja, Captain Obvious Tutorial hier wieder. Wenn Dell oder Quinn alle ihre Gesundheit verlieren, fallen sie K.O. Okay. Ist halt ein Kinderspiel für eine Kinderserie. Sie werden sich erholen, aber du kannst halten F. Nee. Und da ein bisschen holprig deutsche Übersetzung. Um ihnen zu helfen, sich schneller zu erholen. Okay. Wenn sowohl Dell als auch Quinn fallen, also K.O. gehen, ja, werden sie am letzten Kontrollpunkt wieder auftauchen. Quasi der letzte Stein mit diesem Symbol, wo wir jetzt zweimal oder dreimal dran vorbeigelaufen sind. Zerstöre sie! Ja, würde ich ja gern. So, eins. Zwei. Kommen denn die überall her hier? Ja. Die sind. Hat er ums Leben oder auch nicht? Brauchen sie offensichtlich gar nicht. Merkst du? Du bist tot. So. Bam. Alles zerstört. Okay. Eben haben wir offensichtlich mehr als genug. Wir brauchen wieder beide. Erledigen wir es. Sehr schön. Da ist noch einer dieser Buchsen. Man muss nur etwas finden, um sie zu aktivieren. Teamwork macht den Traum wahr. Warte mal, geht's oben lang? Ja, okay, oben gibt's einen Weg lang. Okay, verstehe. Auch nicht so kompliziert hier. Sieh zu und lern was. Vielleicht mit etwas Energie? Hört mal her, Moment. Ja, macht Sinn. Ja. Ich werde vorangehen. Halt halt du auf. Ich übernehme ab hier. Okay. Sieht hier. Ich werde vorangehen. Okay. Ganz kurz, kannst du hier raufklettern? Nee. Sieh zu und lern was. Ich glaube, dann müssen wir sogar zuerst noch das hier hinten freiräumen. Ich werde vorangehen. Also wenn ich es richtig genau, wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird jetzt das untere Ding jetzt hier halt mit Energie versorgt vom oberen. So. Kommt der automatisch nach? Oh Gott, stirbt nicht dabei, bitte, Dell. Das wäre ganz nett. Wunderbar. Schönes Komfort. Captain Dell, einsatzbereit. Also nicht ständig alle Leute doppelt hinterher schleppen. Das Teil kommt von der Protostar. Die Watcher sind diebische Schrottsammler. Ich habe erst kurz gedacht, das sieht aus wie Zero, aber da fehlten halt die Arme und die Beine. Sieht halt ein bisschen ähnlich aus. Das ist halt eine Kugel, ja, vereinfacht gesagt. Die Kugel macht es übrigens möglich, dass sich Zero mit den anderen im selben Raum aufhalten kann. Also sein Wesen, das ist wie so ein Leuchtwaber-Effekt einfach, wird durch die Kugel, ja, schützt es die anderen in der Umwelt um ihn herum. Jetzt wissen wir, wo die Energie für die Energiebarriere herkommt.
den da hinten ab? Alter, ihr demontiert doch nicht unser Schiff. Ja, sie zucken schon wieder. Ich muss diesen Phaser abkühlen. Dell ist stärker mit Fernkampf. Das ist mir auch schon aufgefallen durch die Doppelphaser. Und ich glaube, die Phaser sind halten ein bisschen länger durch, bevor sie Abkühlung benötigen. Ich vermute mal, dass Gwyns Nahkampf, nennen wir es mal Messer oder Metall, was auch immer, dann vielleicht ein bisschen stärker ist. Er hält länger durch bis zur Überhitzung. Ja, okay, habe ich gerade gesagt. Halte ein hohes Niveau kurz vor der Überhitzung der Dualphaser für höheren Schaden. Okay. Gwyn ist stärker im Nahkampf angegriffen, wie schon vermutet. Halte links für einen aufgeladenen. Oh, das ist neu. Aufgeladener Angriff. Guck mal, den testen wir jetzt gleich mal aus hier. Sieh zu und lern was. Ein bisschen Leben einsammeln für die zwei Arme hier. Bam. Das war der letzte. Sehr schön, so. Wir haben es geschafft. Janeway, hörst du mich? Janeway, antworte. Uh-oh. Haben die Wächter etwa unsere Protos da schon so weit auseinandergenommen, dass Janeway ausgefallen ist? Ja, ihr habt beide volles Leben, wunderbar. Ich frage mich, die Lebensleiste sieht eigentlich so aus, als ob da mehr möglich wäre, aber wahrscheinlich können wir das erst im Verlauf des Spiels freischalten. Dass da mehr als die drei Bobbel reinpassen. Hast du das Teil wieder an die richtige Stelle gesteckt, Gwyn? Wir werden es gleich herausfinden. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich wünschte, Jenkam wäre hier. Wuhu! Du hast es geschafft! Wir haben Licht. Allem gut sein. Achte auf den Boden! Achte auf den Boden? Okay. Hervorragende Arbeit, Kadetten. Eine bewundernswerte Leistung. Oh, Abzeichen. Sammle. Okay. Benötigte Mineralabzeichen. Oh, wir haben gut mehr gesammelt, als nötig war. Hervorragende Arbeit, Kadetten. Eine bewundernswerte Leistung, sagt uns Janeway zu. Hat auch nur knappe 44 Minuten gebraucht, das Ganze. Aber es ist halt auch mit viel Erklärung. Ne? Zu Verdienen des Abzeichens muss man das in 17 Minuten schaffen. Okay, dann darf ich dabei nicht mehr reden und nicht mehr erklären. Dann muss man hier einfach Speedrun machen. Das heißt, das Abzeichen. Die Objekte, die du gefunden hast, sind faszinierend. Ich vermute, da draußen gibt es noch mehr. Etwas von Truhen war nie die Rede. Und Relikte? Bin mir ganz sicher. Haben wir eins oder zwei gefunden? Ich glaube, eins nur, ne? Ich sag ja, ich übersehe den ganzen Kram immer. Außergewöhnlich, Kadetten. Für diese Leistung verdient ihr alle beide Verdienstabzeichen. Geil. Kriegen wir denn Sternchen? Okay, wir kriegen Sternchen. Fürs Nicht-K.O. gehen gibt es ein Sternchen für besiegte Feinde. Wobei ich glaube, das hat nur das, damit was zu tun, wer hat mehr besiegt als der andere und dafür hat der jeweils andere dann wieder mehr Mineralien gesammelt. Okay. Oh, hallo. Tut mir leid wegen der Verzögerung. Ich dachte, wir würden in einem großen Flammenball verbrennen. Darf ich nur fürs Protokoll sagen. Puh. Aber Moment mal, wo ist der Rest unserer Besatzung?
Der Transporter hat wohl verrückt gespielt, nachdem uns diese Sonnenstrahlen getroffen haben und sie wer weiß wohin gebeamt. Wenn wir die Protostar wieder in den Orbit bringen, können wir das System scannen und sie finden. Eine Diagnose des Schiffes wird durchgeführt und es scheint, dass die hinteren Antigravtriebwerke... Ja, was ist mit den hinteren Antigravtriebwerken? Offline. Mhm. Nein, verschwunden. Oh, ach, das haben sie demontiert. Die Watcher müssen sie gestohlen und irgendwo versteckt haben. Ja. Wie bitte? Die Watcher? Ja, Wächter, Watcher, Diviner, Wahrsager. Das Spiel, also die Serie experimentiert mit Worten, habe ich mal das Gefühl. Wir glauben, dass der Diviner überlebt hat und seine Armee von Watchern geschickt hat, um uns zu holen. Das ist wirklich ernst. Weiß der Diviner, dass die Protostar hier ist? Noch nicht. Dell und ich haben die erste Welle abgewehrt. Aber es wird noch mehr geben. Stimmt. Janeway, du arbeitest daran, das Schiff zu tarnen, damit diese kleinen Ratten uns nicht erschnüffeln können. Gwyn und ich werden unsere gestohlene Beute finden. Und das wäre mir neu, dass die Protostar auch eine Tarnvorrichtung hat. Das haben sie nämlich bisher... Also, nicht benutzt, zumindest in der Serie. Falls sie es erwähnt haben, dann habe ich es mir jetzt nicht gemerkt. Ich habe die jetzt auch nur einmal geguckt. Nee, zweimal. Okay. Die ersten Folgen früher auf Englisch. Und was noch wichtiger ist, unsere Besatzung. Wir müssen uns beeilen. Oder diese Supernova wird uns alle in den Gamma-Quadranten pusten. Guck mal, liebe Voyager-Leute. Ja, einfach eine Supernova abwarten und schon fliegt die Voyager straight nach Hause. So einfach sein können. Gute Nachrichten. Unsere Sensoren nehmen ein schwaches Lebenszeichen unter der Oberfläche auf. Leite jetzt die Koordinaten an den Transporter weiter. Glaubst du, es ist einer von uns? Ich hoffe, es ist einer von uns. Lasst es uns herausfinden. Gudi, auch ein wunderbarer Zeitpunkt, würde ich fast sagen, um hier ein kurzes Häuschen einzulegen. Denn die Folge ist schon wieder vorbei. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann seid doch beim nächsten Mal... Ha, die Uhr des Sonnen, meine Güte, Janeway. Seid doch, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder gerne mit dabei. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Hummel, hummel. Mos, mos.